Junkfoodtaster.com. And this is now Miller milk again. Yeah, just yesterday. It's a strawberry. Now the banana. And it's a light one. It means basically it's fat-free, 30% less calories, and they say it's a full flavor. Yeah, with a strawberry, this wasn't true. It wasn't a full flavor. Okay, here we go for ingredients. So we've got milk, sugar, starch, milk protein, bananas. This is interesting. Banana mesh concentrate. And sweeteners, aspartame and aspartame K. Alright. Yes, this is now all over the place, or at least in my supermarket. It even seems that they have replaced the original ones with this. So, we end up with 3.7 grams protein. I weighed at 100 milliliter. And yeah, sugar is 7.6 grams at 100. There's no fat, basically 0.1 gram fat. So it's an anti-fat milk. Can this work? Yeah, can milk have no fat? This is a contradiction. Milk is meant to be fatty. You can't call it milk anymore without fat. Okay. Let's taste it. Yeah, it's no different to strawberries. Banana aroma is still here. Even smells like banana. Yeah. Yeah, appreciating this one. Then. A little bit like in the end, the aftertaste is a little bit tasteless, like a very big bump there. Yeah, I leave it with Vin. It's alright. Okay, das ist Müllermilch, die leichte. So langsam kapiere ich auch, was das bedeutet. Muss man sich mal das Etikett durchlesen. Und zwar ist das fettfrei. Fettfrei und mit Süßungsstoffen. Wobei, wenn man ganz genau hinschmeckt, gibt es sozusagen so einen Nachgeschmack und dann merkt man das. Also das ist diese Süßstoffe, die schmecken ja so fade oder so, ja. Man hat einen schönen, voluminösen Geschmack, Erdbeergeschmack und dann so einen Abfall am Ende, ist dann das Voluminöse auf einmal mit einem Schlag weg. Weiß ich jetzt nicht. Ich habe ja auch im Englischen gesagt, kann man das überhaupt noch Milch nennen, wenn kein Fett mehr drin ist? Ja, weil Milch ist halt, ne? Das ist halt alles. Das ist halt, ne? Fett, Eiweiß und Zucker. Ja, das kriegen ja die kleinen Kühe, die kleinen Kälber, um groß zu werden. Da muss ja auch alles drin sein. Ja, reduziertes Stuff ist natürlich nicht sehr willkommen, aber es schmeckt noch ordentlich nach Banane im Vergleich zu der Erdbeere gestern, die nicht mehr nach Erdbeere geschmeckt hat. Und deshalb gebe ich für die Banane das Win. Jetzt wollten wir das hier weg hier. Okay, was haltet ihr davon? Naja, muss jeder, also das ist sagen, nur noch sozusagen so eine Art. Ja, Erinnerung an eine Milch. Also wer eine Milch trinken will, die nicht wirklich mehr eine Milch ist, also wer eine Milch trinken will, ohne die Konsequenzen dick zu werden, der muss das trinken. Okay, das war die Review und danke fürs Zusehen.